Hallo, ich bin's wieder. Herzlich willkommen zu Tag 5 der BeActive-Woche, der Europäischen Woche des Sports. Heute nutzen wir die Togo Brasils und trainieren damit auch unsere tiefe Rumpfmuskulatur, also die Muskeln, die wichtig sind für unsere Stabilität im Rumpf, für einen gesunden Rücken, aber natürlich auch zum Beispiel für die Form der Taille, also für eine schmale Taille und für eine schöne Aufrichtung. Also Brasils in die Hand nehmen. Wenn wir nachher kleine Mini-Moves machen, so nenne ich diese kleinen Schüttelbewegungen. Ich zeige es dir einmal, du kannst gerne mal mitmachen. Stell dich ganz aufrecht hin, Knie ein bisschen durchlässig lassen und dein Brustbein heben und diese Mini-Moves. Dann gerne die Daumen auf die Spitzen der Brasils nehmen, dann ist dein Handgelenk schön fixiert. Und wenn du merkst, oh, du verspannst dich im Nacken, wenn wir jetzt auch hier vom Hebel ein bisschen größer werden, also die Arme verlängern, dann einfach wieder klein am Körper bleiben, dann ist es ein bisschen leichter. Und wenn es dir zu viel wird, ruhig auch mal eine Pause machen. Aber bevor wir jetzt Mini-Moves machen, machen wir uns ein bisschen warm, indem wir am Platz gehen, die Füße von der Fußspitze bis auf die Ferse schön abrollen. Und du denkst mal daran, dass du vorne hier ein Fenster hast, hinten ein Fenster. Das heißt, du nimmst deine Arme so richtig schön groß in der Bewegung mit. Genau, so dass du warm wirst, dein Kreislauf in Schwung kommt. Wir trainieren natürlich jetzt im Brasil-Workout auch unsere Figur. Also es geht nicht nur um unseren Rücken, sondern automatisch auch um eine noch schönere Figur. Und dann tippst du mal nach vorne, einmal rechts, einmal links und lässt dabei deine Arme ganz locker mitschwingen. Zeigst sie mal von der Seite. Einfach gegengleich, so dass du deinen Schultergürtel auch ein bisschen in Bewegung bekommst, deine Brustwirbelsäule. Und dann ziehst du deine Knie nach oben. Einmal rechts, einmal links im Wechsel. Bleibst immer noch ganz aufrecht. Gleich nochmal. Noch 4, 3, 2 und die Füße nochmal stehen lassen. Schwing nochmal rechts und links, ganz locker. Beweg immer noch deinen Schultergürtel und nimm jetzt beide Arme nach oben und lass deine Arme ganz locker tief schwingen. Nochmal tief und hoch. Versuch wirklich nur im unteren Rücken rund zu werden. Bauchspannung unbedingt halten, ganz wichtig. Gleich nochmal. Noch 3, noch 2, noch einmal und jetzt halte oben. Zieh dich lang, öffne deine Arme und komm in die Grätsche. Deine Schultern richtig schön tief und du gehst erstmal tief und wieder hoch. Knie in Richtung Fußspitzen, Bauch spannen. Jawohl. Und deine Arme, die gehen mal gleich mit. Und zwar gehen die von unten nach oben. Schultern tief halten, Bauch spannen. Gleich nochmal. Letzten 4. Spür das Granulat, wenn es andockt. Und schließ jetzt mal deine Hände. Tief hoch. Kraft Oberschenkel, natürlich Rumpfkraft, wenn du hier oben abbremsen musst. 4 noch, 3, 2 und ein letztes Mal. Jetzt hebst du dein rechtes Bein mit an und dann dein linkes Bein. Also immer im Wechsel. Tief, hoch, leise unten abfedern. 4. 3, 2, bleib mal oben, 2 Impulse und tief, Impulse, tief, tief, nochmal, 4, 3, wird schon wärmer, einen, halte oben, stopp. Bleib hier und jetzt ziehst du dein Knie in Richtung Brasils.
Kannst gerne unten tippen oder du bleibst in der Luft. Nochmal, ein bisschen schneller. Das wirklich ist gut. Trainierst du deine Rumpfmuskeln? Letztes Mal und gleich mal wechseln. Tiefer und hoch. Erstmal hier halten, Spannung im Bauch und erstmal langsam. Gerne unten tippen, wenn du möchtest. Und ein bisschen schneller werden. Spür deine Rumpfkraft, Bauch und Rücken. Gleich haben wir's. Und entspann dich. Sehr gut. Hast du gemerkt? Die ganze seitliche Stabilität. Jetzt nimmst du deine Schultern tief, Handflächen nach oben in Richtung Decke und versuchst das Granulat einmal rechts, einmal links andocken zu lassen. Und nimm auch deinen Rumpf mit, deinen Schultergürtel. Dreh jetzt deinen Rumpf. Rotation ist eine ganz wichtige Bewegung im Rumpf. Fast 90% aller Muskeln unseres Rumpfes sind dazu da, um den Rumpf zu drehen. Also wichtig. Bisschen schneller. Und du hast hier wirklich kraftvoll 270 Gramm jeweils abbremsen. Für deinen tiefen Bauchmuskel und für die ganzen Rotatoren, schrägen Bauchmuskeln, Rückenmuskulatur. Dabei den Bauchnabel sanft nach innen ziehen, ist wichtig. Atmen. 4, 3, 2, 1 und lösen. Einmal. Nach vorne und zurück, deine Arme in einer großen Acht bewegen und mal locker lassen, ganze Wirbelsäule bewegen. Und langsam wieder zur Mitte. Deine Füße hüftbreit geöffnet und jetzt kommst du tief, nimmst deine Arme nach vorne, setzt dich richtig schön tief nach hinten unten. Und richte dich nochmal auf, spann dein Gesäß an. Also kommst tief, gib einen knackigen Po und hoch. Du kannst zweimal unten, zweimal oben. Tief, tief, hoch. Tief, tief, hoch. Auch spannen. Sehr gut. Beim nächsten Mal nimmst du jetzt ein Knie nach oben. Tief, hoch, andere Seite. Bring dich aus der Balance. Das trainiert die wichtigen Stabilisatoren im Rumpf. Nochmal 4, 3, 2, 1, halte dann oben, stopp, mach mal kurz kleine Mini-Moves, versuch deinen Blick in den Horizont zu richten, noch 4, so ungefähr 20 Sekunden und dann geht's nochmal abwärts, noch einmal, tief, tief und immer nach oben, hoch. Ja? Ellbogen lang lassen. Letzte Runde für die Beine. Hier im Stehen zumindest.
4. Letztes Mal. Und oben halten. Und noch einmal Mini-Moves. Aufrichtung. Minimale Bewegung in den Gelenken spüren. Und wieder entspannen. Locker mal kurz aus. Sehr gut. Komm nach unten. Und zwar auf die Knie. Und du nimmst das rechte Bein mal zur Seite. Nimmst ein Brassier zur Seite. Mit der anderen Hand stützt du dich hier auf die Finger. Achte darauf, dass dein Becken nach vorne kommt. Gesäß anspannen, raus aus der Schulter und mach dich erstmal ganz lang. Spür die Dehnung in der Seite, atme ein, atme aus, heb dein Bein und nimm dein Brassier in Richtung Oberschenkel. Bauch fest. Außenseite Oberschenkel spüren, Taille. Sehr gut. Letztes Mal halte mal oben, bleib mal hier und mach ganz kleine Bewegungen in Richtung Decke. Stabilisieren. Letzte Runde noch einmal. Hoch, ab. Jetzt wird schon heißer. Dann halte noch einmal oben. Mach nochmal Mini-Moves. Und entspanne. Sehr gut. Einmal deinen Po ein bisschen auslockern. Letzte Seite nach oben kommen. Erstmal wieder hüftbreit anfangen. Fingerspitzen abstützen. Eine Linie Oberkörper, Oberschenkel. Mach dich zuerst wieder ganz lang, spann deinen Bauch an und atme aus, komm nach oben. Geht? Noch einmal, bleib jetzt hier oben, Beine richtig hochheben, Mini-Moves, durchhalten, festes Handgelenk, muskulär gestreckter Ellbogen und zweite und letzte Runde. Bauchspannung. Geht noch. Noch 5 Stück. Ein letztes Mal. Und dann bleib noch mal oben. Ein bisschen höher dein Bein. 4, 3, 2 und geschafft. Setz dich einmal ab. Puh. Sehr gut. Einmal Oberschenkel fassen, langsam in die Rückenlage abrollen, kurz entspannen und jetzt versuch mal unter deine Taille etwas Luft zu lassen, also den Rücken ein bisschen vom Boden lösen, so ist deine Wirbelsäule gekrümmt, ist die ganz normale Haltung. Heb dein rechtes Bein, heb dein linkes Bein. Deine Arme erstmal über dein Brustbein und mach mal ganz kleine Mini-Moves. Spür, was dein Bauch jetzt macht. Beckenboden, Vorsicht, nochmal Oberschenkel so nach vorne, dass du in der neutralen Position der Wirbelsäule liegst.
minimale Bewegung im Rumpf ist völlig okay und gewollt. Dann spanne diese kleinen Muskeln an. Und jetzt strecke mal deinen rechten Arm in dein linkes Bein. Vorsicht, drücken bleibt genauso wie er gerade war. Komm wieder hoch, shake und wechsel. Und shake. Ausatmen, shaken. Und aus. Sollst du im tiefen Bauchmuskel spüren. Wichtig ist, dass sich dein Rücken nicht rührt, der bleibt ganz stabil. Noch 4, 3, 2 und dann bleibst du hier oben. Heb deinen Oberkörper jetzt mal an und beug deine Arme. Schüttel mal zu mir rüber, dreh deine Knie in die andere Richtung und einatmen, wechseln, ausatmen und einatmen und zur anderen Seite. Schräge Bauchmuskulatur bis der Endspurt. Vier. Noch 3. Noch 2. Schaffst du? Letztes Mal zu jeder Seite noch einmal. Und entspann dich. Stell nacheinander deine Füße ab. Und lass kurz locker. Nimm mal ein Brasil über dein Brustbein und roll mal deine Hände so richtig schön ab. Spür die Noppen in deinen Händen. Wenn du so ein bisschen Abdrücke in den Händen hast, macht nichts. Mit den Noppen sprechen wir auch alle Rezeptoren in den Handflächen an. Und du wirst merken, nachher spürt man seine Hände wieder umso mehr. Körperwahrnehmung wird verbessert. Schultergürtel richtig locker lassen. Und dann nochmal zur Mitte kommen. Einmal Brasil neben dich ablegen. Deine Hände richtig öffnen, spreizen und auf die Brasils legen. Zieh deine Beine nacheinander an, heb deinen Kopf an. Und jetzt versuche mal ganz rund vor und zurück zu rollen. Den ganzen Rücken abrollen, ausatmen, ein, aus. Komm nach oben, bleib nochmal hier. Streck deine Beine und jetzt versuch hier vorne rund zu werden. Ist nicht wichtig, dass du weit nach vorne kommst. Mach dich rund. Und dann kommst du wieder zurück und rollst nochmal ab. Nochmal hoch, schieb die Brasils nach vorne, werde rund. Und nochmal zurück und abrollen. Gleich nochmal vorschieben. Rück auch deine Unterarme mit abrollen. Letztes Mal. Bleib hier und zieh vielleicht nochmal deine Fußspitzen ran. Rücken rund. Richte dich auf. Und komm eins weiter auf deine Knie. Einmal weiter auf deine Füße. Bleib nochmal unten mit deinem Kopf. Stütz dich hier ab. Und jetzt roll nochmal im Wechsel deine rechte Hand, deine linke Hand nach vorne. Rücken ist gerade. Und noch einmal beide Hände nach vorne rund werden und nochmal ganz gerade ziehen. Nochmal rund und gerade. Und ein letztes Mal. Und wenn du wieder gerade bist, richte dich auf. Lass ein Brasil fallen. Und jetzt darfst du nochmal deinen Nacken ein bisschen massieren. Vielleicht auch mal da oben beim Haaransatz. Einfach, wo es jetzt gerade für dich angenehm ist. Wo du das Gefühl hast, du möchtest dich massieren. Auch die andere Seite nicht vergessen. Wenn du möchtest, dann kannst du gerne natürlich noch ein bisschen weiter massieren. Den Druck einfach selbst bestimmen.
Wenn dich die anderen Videos auch interessieren von unserer Beaktivwoche, dann schau mal oben bei dem Infopunkt oder mehr Informationen gibt es auch unten bei mehr Anzeigen. Und dann löse nochmal, das nochmal richtig locker. Hände einmal hinten fassen, Brustbein aufmachen. Und dann das nochmal locker, Schultern kreisen, einatmen, lang ziehen, ausatmen, fallen, einatmen, lang. Und nochmal aus, einatmen, strecken, räkeln, in die Länge ziehen. Und mit dem Ausatmen ausschütteln. Sehr schön. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wenn du Lust hast, dann kannst du natürlich gerne morgen bei meinem nächsten Workout dabei sein. Ansonsten freue ich mich natürlich einfach auf das nächste gemeinsame Workout mit dir.